willkommen zu einem neuen Video aus der Schweiz. Auf jeden Fall bin ich auf dem Frauenfeld-Festival und ich hoffe, ihr hört mich. Ich setze mal die Sonnenbrille an. Gerade ging die Musik an und wir steuern das auf jeden Fall an. Warum? Deswegen warten wir hier und die Veranstalterin versucht uns anders einzuschleusen. Auf jeden Fall läuft jetzt UFO und ich möchte eigentlich rein und ihn anhören, aber ich stehe hier draußen, ne? Wir sind jetzt im Snipes Store. Sieht man das hier? Ich glaube, Snipes ist auch einer der Sponsoren. Und die haben hier auch Frauenfeld-Hoodies und Pullover und so. Das sieht richtig cool aus. Ich wollte eigentlich einen weißen, aber ich habe mich jetzt für den schwarzen entschieden. Gibt es auch ein T-Shirt, aber T-Shirt fand ich nicht so toll. So sieht das im T-Shirt aus. Und wisst ihr, was der Oberhammer ist, Freunde? Wartet, wartet, ich muss jemanden suchen. Schaut mal, die haben so Schuhsohlen. Das ist so nice! Kommst du da rein? Nein. Nein? Warum? So, ich mach ach so, dein Schuh ist aber zu groß dafür. Der ist dick. Ich glaub, ja. Der ist breit. Aber das sieht normalerweise richtig cool aus. So regenartige Schuhe mäßig. Die sind halt jetzt voll dreckig, aber so wird das aussehen. Ich kann euch hier mein Outfit aufnehmen. Das ist auf jeden Fall mein heutiges Outfit. Ich habe Doc Martens an. Heute ist es regnerisch, Freunde. Deswegen ist es gut, dass ich die anhabe. Dann so einen flatternden Rock. Den finde ich wunderschön. Dann noch so ein Leo-Top. Und drüber halt eine Lederjacke und meinen Hut. Und ich verlinke euch alles auf 21 Buttons. Ansonsten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Vor den Snipes könnt ihr sogar Basketball spielen, wenn ihr wollt. Und ihr habt sogar auch Zuschauer. Hier ist eine Stage. Da war ich persönlich selber noch nie, weil ich hauptsächlich nur auf der Mainstage bin, da hinten. Und da ist dann noch eine Stage. Und hier ist da ein Essensstand. Das geht einmal so drumrum. Und hier gibt es halt Getränke und ich muss jetzt zu Tizenes. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was in diesem Kantine-Club ist. Da war ich auch noch nicht drin. Aber ich habe ja noch Zeit, das zu erkunden. Ha. Das Schlimmste ist passiert. Ich habe meine Freundin verloren. Auf dem Festival. Ich habe kein Internet. Und so weiter. Aber ist egal, ich gehe jetzt in den VIP-Bereich und hoffe, dass sie dort sind. Weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Ja, ich kann euch aber mal den VIP-Bereich zeigen, der ist voll cool. Das ist der VIP-Bereich. Hier gibt es sogar einen Pool. Aber ich glaube nicht, dass hier meine Freunde sind. Schau, da ist der Pool.
Aber wo sind meine Freunde? Ich gehe jetzt mit euch hoch auf die Terrasse. Da hat man auch einen Überblick über Frauenfeld. Das ist auch ganz cool. Das hat sich voll geleert. Toll. Schaut mal, Freunde. Ich habe einen Glitzeraufkleber hier. Eins ist schon abgegangen. Dann musste ich die nochmal neu kleben. Aber ich glaube, das löst sich ein bisschen ab. Naja, auf jeden Fall lässt sich die Jenny die Haare machen. Schön. Und Jasmin will sich auch die Haare machen. Wenn wir rausgehen, sind wir wieder im VIP-Bereich. Tag, neues Glück, der letzte Tag auf dem Frauenfeld-Festival. Gestern war noch zu krass, also wir waren noch bis 3 Uhr dort, auf der Aftershow-Party in unserem Zelt und so. Und ich muss euch jetzt eine kleine Story erzählen. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber auf Festivals entstehen immer so Moshpits. Und bei Travis Scott, vor allem bei ihm, waren wir mitten in einem Moshpit. Nicht nur in einem, sondern in gefühlten 3. Und es war einfach, das war totale Eskalation und das war zu heftig. Deswegen sind wir dann auch raus. Aber wir haben uns dann alle verloren. Wir waren alle in so einem Kreis. Und danach waren wir nicht mehr in dem Kreis. Danach war jeder irgendwo anders. Und warte, ich nehme einen Apfel mit. Ich möchte jetzt einen Apfel ziehen. Und ja, also ich glaube, also ich verstehe, warum manche Menschen Panik bekommen, weil das war echt so eine kleine Panik-Ding, Ausbruch, whatever was. Es war eine Erfahrung wert, aber ich muss sagen, es hätte nicht bei Travis Scott sein müssen. Also es gibt auch kleinere Moshpits, aber wir waren halt voll nah an der Bühne. Wir haben auch schon eineinhalb Stunden vor gewartet und halt auf Travis Scott gewartet und so. Ja, es war einfach zu heftig. Auf jeden Fall laufe ich jetzt zum Bus und dann fahren wir aufs Frauenfeld. Ich bin schon gespannt, was uns heute erwarten wird. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Bus schon losgefahren ist, aber nein, der ist noch da. Ich gehe noch dazu. Wir sind jetzt auf dem Festivalgelände. Da ist es nicht besser. Und wir sind heute voll früh dran. Also wir waren schon um 5 hier oder so. Wir halten jetzt Mero auf, aber auf der kleinen Bühne. Ich zeig's euch mal. Schaut, da ist die Bühne und hier stehe ich. Richtig nice. Genau, hier sieht's so aus. Die Hauptbühne ist da hinten, seht ihr? Da, wo es so leuchtet. Und das sind halt so die kleineren Bühnen. Und heute ist eigentlich nicht so voll, aber es fühlt sich langsam. Ja. Okay, welchen Song von Meru soll er spielen? Weil er Toulouse von Meru wird abgespielt. So
Schaut mal, Freunde, wie viele Menschen hier sind. Wir sitzen jetzt auf der Tribüne und warten auf Ruff Camora und Bones. Da geht noch mehr. Ey, nur wenn ihr VIP seid, heißt nicht, dass ihr keine Lichter. Machen Sie mal so. Aha, aha, aha. Aha. Dankeschön, Frau Föll. Ey, die Tür geht gut aus. Wir haben alles und auch nicht. Hab ne Rauch, worauf warten wir da? Ey, von alles nimm mich mit. Reise vorne nicht um. Ich warte auf die Ruhe. Okay, wait to come back next year.